O'Brien hat dann die Umgebung abgesucht, Verstärkung angefordert und dann die Lage erstmal für sicher erklärt. In der Zwischenzeit sind Jerry und Rose in der Vorratskammer eingeschlafen. Ich deckte sie mit ein paar Wolldecken zu und legte dann einen um meine Schultern und versuchte bei Kerzenlicht mein Buch weiterzulesen. Aber die ganze Lage war einfach zu ablenkend, um mich darauf einlassen zu können. O'Brien schloss sich uns schließlich in dem kleinen Raum an und berichtete, dass es nirgendwo Anzeichen von Spencer gäbe und wäre es nicht der Tatsache geschuldet, dass jemand alle Reifen an ihrem Jeep und Rosas Käfer aufgeschlitzt hätte, wäre sie sogar gewillt zu sagen gewesen, dass er nur versucht hatte, uns Angst einzujagen. Also, wie sieht's mit der Verstärkung aus? Flüsterte ich ihr zu, als sie kam und sich auf eine Milchkiste neben mir setzte. Die anderen schliefen tief und fest und ich wollte sie so viel wie möglich von der ganzen Sache verschlafen lassen. O'Brien sah die beiden an, während sie nach Worten suchte. Ich weiß nicht, was bei euch falsch läuft, Krücke, aber seit ich diesem Job zugewiesen wurde, ist mein Leben mit jedem Tag exponentiell seltsamer geworden. Ja, sagte ich. Ich hob den Rand meiner Decke an und legte sie über ihre Schultern. Sie kam ein wenig näher und flüsterte. Ich habe mit dem Sheriff gesprochen. Er schickt gleich morgen früh einen Schneepflug hierher. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass das ihr Priorität hat. Aber offensichtlich ist das Schneemageddon. Und er kann es sich nicht leisten, auf seine kostbaren Ressourcen heute Abend zu verzichten. Ja, das ist mal wieder typisch. Was ist eigentlich mit ihr? Ich dachte, du und Jerry würde das Schiff hier schaukeln. Ich lachte. Wir schaukeln hier gar nichts. Sie legte einen warmen Arm um meine Schulter und sagte, ich werde dich wirklich vermissen, wenn du stirbst. Danke, aber das ist ziemlich anmaßend von dir. Bis jetzt habe ich fast jeden Deputy überlebt, den sie geschickt haben. Rosa schoss hoch, die Augen weit geöffnet mit einem Blick reinen Schreckens. Hey, sagte ich, haben wir dich geweckt? Habt ihr das gehört? Sagte sie mit einer Stimme, die nicht nach Rosas Stimme klang. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Was gehört? Er kommt. Er ist fast hier. Wenn er es bekommt, sind wir am Ende. Wir können es ihm nicht überlassen. Mädchen? Sagte O'Brien. Du machst uns Angst. Wer kommt? Spencer? Sie träumt, sagte ich. Einer meiner Pflegebrüder hat genau das Gleiche gemacht. Ihre Augen sind offen, aber sie spricht im Schlaf. In diesem Moment rollten ihre Augen weit zurück in ihre Augenhöhlen und enthüllten nichts als zwei weiße, mit Adern überzogene Kugeln. Hat dein Pflegebruder das auch getan? Okay, gab ich zu. Das ist etwas anderes. Sie stand langsam auf, klammerte die Decke an ihre Brust und sprach dann mit derselben seltsamen Stimme weiter. Wenn er findet, was er sucht, wird jedes lebende Wesen in einen Leiter für Qual und Leiden verwandelt. Ihr werdet alle um den Tod betteln, aber er wird nie kommen. Ein unergründlicher Schrecken aus unvorstellbaren Welten steht vor eurem Tor. Öffnet nicht die Tür. Nun, das ergibt keinen Sinn. Ist es jetzt ein Tor oder eine Tür? Bring mal deine Metaphern in Ordnung, gruseliger Albtraum Rosa. O'Brien stand auf und sah mich an. Soll ich sie wecken? Genau dann ließ Rosa ihre Decke fallen und enthüllte, dass sie tatsächlich etwa 8 oder 9 Zentimeter über dem Boden schwebte. Oh, sagten wir beide gleichzeitig. Es mag ein wenig überreagiert gewesen sein, auf Rosa mit einem Taser zu schießen, aber andererseits war es das vielleicht auch nicht und es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, Vergangenes ungeschehen zu machen. Rosa fiel auf Jerry und weckte sie dann beide und verursachte einen Tumult aus Schimpfwörtern und Verwirrung. Es dauerte gut 20 Minuten, bis Rosa sich beruhigt hatte und wir die Zinken aus ihrer Haut ziehen und sie verbinden konnten. Wir waren alle vorne im Laden. Rosa saß auf dem Tresen, während O'Brien ihre Verbände fertig machte. Warum zum Teufel schießt ihr mit einem Taser auf mich? Immer diese ständige Fragerei, Rosa. Du bist schlafgeschwebt, habe ich erklärt. Oh, sagte sie. Tut mir leid deswegen. Das wollte ich nicht. Hey, Leute, sagte Jerry. Was glaubt ihr, ist das da? Er zeigte auf etwas auf der anderen Seite der Glastüren, das auf den ersten Blick wie ein Körper aussah, der gegen die Tür lehnte. Bei näherer Betrachtung wurde mir klar, dass es sich tatsächlich um einen Körper handelte, der gegen die Tür lehnte. O'Brien zog ihre Waffe, ging vorsichtig hinüber, entriegelte das Schloss und öffnete die Tür gerade so weit, dass der Körper auf halbem Weg in die Tankstelle fiel, zusammen mit einem eisigen Stoß nasser Luft. Leck mich doch am Arsch, sagte Jerry. Ist das Spencer? Das war er. Er hatte eine aufgeplatzte Lippe, geschwollene blaue Augen und Kratzer und blaue Flecken, die sein Gesicht bedeckten. Ganz so, als ob er mehrmals von einem Müllwagen überfahren worden wäre. O'Brien war klug genug, nicht ihre Deckung fallen zu lassen. Sie hielt einen Finger am Abzug, während sie nach Anzeichen von Atmung suchte, die sie leider fand.
Sie legte dem bewusstlosen Spencer Handschellen an, schleppte ihn in den Laden, gab mir dann einen weiteren Dollar, bevor sie das Büro des Sheriffs anrief. Glaubst du, ein paar Handschellen werden reichen? Er ist bewusstlos und unbewaffnet. Was genau hast du vor? Ich sagte, vielleicht können wir ihn fesseln? Während Jerry gleichzeitig Holzfall durchs Herz rief. Wir gingen einen Kompromiss ein und fanden eine Rolle Panzertape, um ihn an einen Drehstuhl zu fixieren. Und dann schoben wir den Stuhl in die Vorratskammer und verbarrikadierten dann die Tür. Und 30 Minuten später hörten wir dann das Schlagen vom Dach. Batsch! Der Erste hat uns alle aufhorchen lassen. Wir hatten nicht mehr als vielleicht 2 Sekunden vor dem nächsten Batsch. Vielleicht war ein Ast im Sturm heruntergefallen. Batsch, batsch, batsch. Die Schläge kamen immer häufiger, fast wie ein gedämpftes Maschinengewehr. Batsch, 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 batsch. Was zum Teufel ist das? Jetzt waren es schon 5 bis 10 pro Sekunde und dann so plötzlich, wie es begann, war es auch wieder vorbei. Es war vielleicht Hagel, war mein Vorschlag. Oder vielleicht, bot Jerry an, war er es und ist entkommen. Er zeigte auf den Raum, in dem Spencer war. Wie soll das denn Sinn machen? Fragte O'Brien. Lady, wir sind weit über Sinn machen hinaus, antwortete er und fügte dann hinzu. Ich glaube, das wissen Sie. Das war alles, was nötig war, um O'Brien davon zu überzeugen, die Nägel aus der Tür zu Spencers provisorischem Gefängnis zu ziehen. Aber als wir die Tür dann offen hatten, sahen wir, dass er noch da war, mit Gaffer am Stuhl verklebt. Wir stießen einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus, bevor... Nun, hallo ihr da, sagte Spencer mit einem gerissenen Lächeln. Frohe Weihnachten. Wer von euch will mich jetzt vom Stuhl losmachen? Spencer Middleton, Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen... Mein Gott, O'Brien, müssen wir das wirklich wieder durchkauen? Lass mich einfach frei und gib mir eine Waffe. Du hast offensichtlich keine Ahnung, was da draußen im Moment los ist. Denkst du, ich habe mir das selbst angetan? Vertraue mir. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Wir hätten wahrscheinlich das mit dem Holzfall machen sollen. Spencer schrie uns immer noch an, als O'Brien die Tür wieder schloss. Okay, sagte sie. Wir müssen herausfinden, was das für ein Geräusch war. Nein, das müssen wir wirklich nicht, antwortete ich. Rosa packte mich aus irgendeinem Grund am Arm und sagte dann zum Deputy, Sie können uns mit diesem Kerl nicht allein lassen. Jerry kündigte an, Ich würde schauen, was den Lärm gemacht hat. Wenn ich in 5 Minuten nicht zurück bin, nehmt das Schlimmste an. Du gehst nicht alleine, fuhr ihn O'Brien an. Gut, sagte er, dann lasst uns alle zusammengehen. Rosa umklammerte meinen Arm nun fester. Ich würde lieber mein Glück hier drinnen versuchen. Okay, sagte O'Brien, scheinbar am Ende ihrer Weisheit. Dann müssen wir uns aufteilen. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Wollen wir das wirklich Scooby tun? Anscheinend war das genau das, was wir Scooby wollten, ne? Und nach ein paar weiteren Diskussionen, Scooby taten wir es auch. Es wurde beschlossen, dass Jerry und ich zusammen nach der Ursache des Lärms schauen würden, während O'Brien und Rosa da blieben und auf unseren Gefangenen aufpassen würden. Hey, sagte O'Brien kurz vor unserer völlig unnötigen Selbstmordmission. Ich kann mit Floaty Girl und Duct Tape Boy alleine umgehen, aber du musst das hier mitnehmen, nur für alle Fälle. Ich weiß nicht, warum die Leute immer versuchen, mir Waffen zu geben. Ich bin kein Waffennarr. Das letzte Mal, als ich eine Waffe hatte... Weißt du was? Mach dir keine Sorgen über das letzte Mal, als ich eine Waffe hatte. Außerdem brauche ich schon beide Hände, nur mich zu bewegen. Ich nehme sie, sagte Jerry. Hast du schon mal eine Waffe abgefeuert? Fragte sie. Das kommt drauf an. Bist du ein Bulle? Sie ließ einen besiegten Seufzer los und reichte ihm die Pistole. Versucht einfach nicht zu sterben, Leute, okay? Rosa sah uns nervös an und versuchte es mit einigen Worten der Unterstützung. Seid vorsichtig. Ich würde es hassen, wenn sich diese Nacht in ein... Was ist das Gegenteil von einem Würstchen fetzt? Jerry antwortete... Ein Fotztivel. Okay. Ich würde es hassen, wenn sich das hier in ein Fotztivel verwandeln würde. Jerry ging voraus mit seinen beiden perfekt funktionierenden Beinen und richtete die Waffe und die Taschenlampe vor sich, während er einen Pfad durch die kniehohen Schneeverwehungen bahnte, welche sich vor der Tankstelle niedergelassen hatten. Wir stapften durch die gefrorene Landschaft, bis wir sicher unter dem Dach neben den Kraftstoffpumpen waren. Dann suchte er das Gebiet mit der Taschenlampe ab und enthüllte Dutzende von kleinen Löchern im Neuschnee wie winzige, tennisballgroße Krater. Von hier aus konnten wir das Dach der Tankstelle sehen, ebenso wie die Haufen winziger, geflügelter Kreaturen, die in den Rinnen gefangen waren und langsam vom Schnee verschluckt wurden. Ich grub meine eigene Taschenlampe aus meiner Manteltasche und scannte den Bereich unter dem Überhang und fand 6 oder 7 tote Vögel an den Rändern. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas gesehen hatte, aber das erste Mal, dass es direkt oberhalb des Ladens passiert war. Wir haben hier draußen manchmal seltsames Wetter und alle Jubeljahre mal werden die Vögel verwirrt, vergessen, wo oben und unten ist und fliegen massenhaft in den Boden.
Die örtlichen Wissenschaftler haben schon allen möglichen die Schuld gegeben, von Feuerwerk bis hin zu Pestiziden. Aber offiziell ist die Ursache unbekannt. Alles, was ich weiß, ist, dass es verdammt seltsam ist. Hey, sieh dir das an. Ich drehte mich um zu sehen, dass Jerry eine der Kreaturen aus dem Schnee gefischt hatte und sie in seinen Händen hielt. Alter, fass das doch nicht an, es könnte Herpes haben. Sieh es dir an, sagte er, als er eine lange Spule mit dünnem Kupferdraht aus der Leiche des Vogels zog und sie dann zur Inspektion hochhielt. Das abgewickelte Stück Metall war etwa 50 cm lang. Denkst du, er hat das gefuttert? Ich zuckte mit den Schultern. Die Zeiten sind hart. Er warf den Vogel zurück in den Schnee und wischte sich die Hände an der Hose ab. Sollen wir wieder reingehen? Ja, in einer Minute. Aber zuerst müssen wir reden. Ich hasse diesen Teil wirklich. Ehrlich gesagt stelle ich mich lieber einer der Kreaturen aus dem Wald, als ein ernsthaftes Gespräch mit Jerry zu führen. Aber manchmal habe ich keine Wahl. Gut, ich geb's zu, sagte er. Das waren meine Mäuse. Aber sie waren tot, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie für Schlangenfutter benutzt und ich wusste nicht... Das Radio. Du hast es wieder zusammengesetzt? Er blinzelte ein paar Mal, zog langsam eine Packung Marlboros heraus, steckte sich eine langsam in den Mund, zündete sie langsam an und zog. Dann sagte er... Ja und? Ich hatte für diesen Teil nicht wirklich etwas geplant, also ließ ich seine Frage für eine Weile in der Luft hängen. Hat es noch etwas anderes gesagt? Nicht viel. Vor allem über einen Schneesturm und... Er schweifte ab. Und? Fragte ich. Und er sagte, dass Sargot auferstanden ist. Er nahm einen weiteren Zug. Bist du sicher, dass er nicht gesagt hat, ein Sankt ist auferstanden? Ein Heiliger? Wie eine Art Weihnachtsgeschichte? Er sagte es etwa 10-mal hintereinander. Sargot ist auferstanden. Sargot ist auferstanden. Kapiert? Sargot ist auferstanden, etc. Ich fand es irgendwie seltsam, weil ich noch nie gehört habe, dass er irgendetwas wiederholt hätte. Wir standen schweigend da, bis er seine Zigarette aufgeraucht hatte. Dann sah er wieder zu mir auf. Also, bereit jetzt wieder reinzugehen? Wir hörten beide gleichzeitig das Niesen. Es kam von irgendwo auf der Straße, die in den Wald führte. Und wenn ich hätte springen können, hätte ich es wahrscheinlich getan. Was zum Teufel war das? Sagte Jerry in einem hektischen Flüstern. Es war ein Niesen. Wo hast du die Waffe? Jerry sah auf den Boden. Ich folgte seinem Blick und richtete die Taschenlampe auf die leere Stelle im Schnee neben den Satz von Waschbärpfotenabdrücken, die in den Wald führten. Ich wiederholte die Frage langsam. Jerry, wo ist die Waffe? Ich habe sie auf den Boden gelegt, um den toten Vogel aufzuheben. Du glaubst doch nicht, dass Rocco sich damit aus dem Staub gemacht hat, oder? Rocco, unser örtlicher mutierter Müllmann. Ich bezweifle sehr, 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 dass Rocco sie nicht gestohlen hat. Wir sahen uns beide an und wussten nicht, was wir tun sollten. Dann brüllte Jerry... Gesundheit! Von all den dummen Arten, wie ich mir meinen Tod an der Tankstelle vorgestellt habe, war das keine davon. Eine Stimme rief von irgendwo tief im Schneesturm zurück. Hallo? Ist da jemand? Nein! Rief ich zurück. Es klingt aber für mich nach jemandem, ne? Die Stimme kam näher. Ich habe versucht, schnell abzuschätzen, ob ich es schaffen könnte, mit den Krücken zur Tankstelle zu humpeln, bevor die Quelle dieser Stimme uns erreicht. Wahrscheinlich hätte ich es nicht geschafft. Im Schneesturm tauchte eine Gestalt auf. Eine männliche Figur. Als es näher kam, kamen die Details in den Fokus und bald war der Mann unter der Überdachung bei uns und lief weiter, fast beiläufig auf uns zu. Hände in den Taschen mit einer schneebedeckten Kapuzenjacke. Er kam direkt auf uns zu und fragte, ob er sich eine Zigarette schnorren könne. Ich beobachtete den Kerl, wie er sie anzündete und daran zog und bemerkte, dass irgendetwas seltsam vertraut an ihm war. Er war etwa 1,80 Meter groß, Anfang 30, dunkelbraune Augen und hatte einen kurzen und gut gepflegten Bart. Dünn, aber gut in Form und trug einen Mantel, der viel zu groß für ihn war. Nach ein paar Augenblicken fragte er, »Wisst ihr, ob die Tankstelle geöffnet hat?« Seine Stimme klang sehr vertraut. »Es gibt keinen Strom«, antwortete ich. »Aber das Telefon funktioniert immer noch, solange man im Voraus bezahlt.« »Wer seid ihr, Jungs? Gehört ihr zu einer Notfallmannschaft oder so?« »Nein«, sagte ich. »Wir arbeiten hier und wurden eingeschneit.« »Ohne Scheiß? Ich bin hier durchgefahren und stecken geblieben. Ich habe in meinem Auto die letzten paar Stunden auf der Straße gewartet, aber der Motor ist einfach gestorben.« Ich dachte schon, ich würde hier draußen erfrieren. Ich bin Donald. Er schüttelte uns die Hände und wir stellten uns vor, bevor Jerry endlich die Frage stellte, die mir schon, seitdem ich den Kerl zum ersten Mal gesehen hatte, die ganze Zeit im Kopf herumschwirrte. Hey,
Bist du nicht Donald Glover? Er lachte. Ja, das bin ich. Ich wusste es! Wir standen hier draußen und sprachen mit dem berühmten Schauspieler / Direktor Donald Glover. Hier, an meiner Tankstelle. Heilige Scheiße! Was machst du hier? Ach, ich war nur auf der Durchreise, antwortete der mit einem Grammy ausgezeichnete Musical-Darsteller Donald Glover. Du warst auf der Durchreise? An Heiligabend? Fragte ich. Er zuckte mit den Achseln. Ich hab mich halt verfahren. Ich sah Jerry an. Dann blickte ich zurück auf Primetime-Emmy-Preisträger Donald Glover, der fragte, es ist also okay, wenn ich reinkomme und mich aufwärme? Natürlich, rief Jerry, bevor er eine Ersatztaschenlampe an den mehrfach mit Golden Globes ausgezeichneten Schriftsteller, den Komiker Donald Glover, übergab und den Weg zur Tankstelle weiste. Als wir wieder drin waren, stellten wir O'Brien und Rose dem fünffachen WGA-Preisträger Donald Glover vor. Ich fand das Ganze ja ziemlich cool. Das war die zweitberühmteste Person, die jemals einen Fuß in den Laden gesetzt hat. Sofern das wirklich Elvis war, das eine Mal. Aber die Mädels waren nicht beeindruckt. Tatsächlich schienen sie mehr darüber besorgt zu sein, warum wir ohne O'Briens Pistole zurückgekommen sind. Jerry erklärte, dass wir von einem Rudel Ninjas angegriffen worden waren. Aber O'Brien kaufte es uns nicht ab. Bevor ich ihnen von den Vögeln erzählen konnte, klingelte das Telefon im Laden wieder. Ich war am nächsten dran, also nahm mich ab, während O'Brien, Hollywood-Superstar Donald Glover, eine Decke zum Einwickeln gab. Hallo, sagte ich. Der Besitzer der Stimme am anderen Ende ließ ein verärgertes Knurren raus und sagte dann: Jack Evans. Benjamin? Wie oft habe ich dich gebeten, meinen Namen nicht am Telefon zu benutzen? Tut mir leid. Es war Benjamin, der schrullige, bärtige Mann, der gelegentlich an der Tankstelle auftauchte, um auf Dinge zu schießen und andere Dinge in die Luft zu jagen. Ich würde euch ja mehr erzählen, aber das ist buchstäblich fast alles, was ich über ihn weiß. Was ist da drüben los bei euch? Ich schaue mir gerade die Wetterberichte an und die Tankstelle sieht aus, als hätte jemand ein Portal in die Mitte des 9. Kreises der Hölle geöffnet. Ja, sagte ich. Danke für die Fürsorge. Übrigens, ich habe deinen Blog online gefunden. Oh? Was hältst du davon? Du kannst den Clip nicht von dem Magazin unterscheiden. Und von nun an würde ich es begrüßen, wenn du mich aus deinen kleinen Geschichten rauslässt. Okay. Das werde ich. Wirst du diesmal wieder auftauchen? Negativ. Ich bin gerade in Griechenland und wollte nur einen Statusbericht. Okay, etwas hat Spencer die Scheiße aus dem Leib geprügelt und wir haben wieder einen Stromausfall. Übrigens, sag dir, Sargot ist auferstanden, etwas. Sargot? Ja, das ist der Name des Gestaltwandler-Dämons. Und wenn der irgendwo in der Nähe von der Tankstelle ist, dann müsst ihr euch verstecken und beten. Jeder andere aussehen. Der Kerl ernährt sich von Schmerzen, lässt sein Opfer von ihrer ganzen Haut frei zurück. Verdammt, sagte ich. Gut, dass wir Donald Glover rechtzeitig gefunden haben. Was folgte war eine qualvoll lange Pause. Hallo? Bist du noch dran? Wer zum Henker ist Donald Glover? Ach, du weißt schon, dass das von den Kritikern gefeierte musikalische Genie? Er tritt unter dem Pseudonym Childish Gambino auf. Er ist ein Rapper. Er rappt. Ja, und ich wette, dass er auch ein großartiger Küsser ist. Jack, sag mal, bist du irgendwie bläder geworden, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe? Was meinst du damit? Scheiße, ich habe ihn gerade gegoogelt. Donald Glover ist gerade mit seiner Familie in Atlanta zu Hause. Du bist in der Gegenwart von einem Gestaltwandler-Dämon. Oder vielleicht ist das in Atlanta ein Doppelgänger und der echte ist hier in der Tankstelle. Er machte wieder dieses knurrende Geräusch und sagte: Der einzige Weg, so einen Dämon zu töten, ist, seinen Kopf abzuschlagen. Schau, du Esel. Dann war die Leitung tot. Jerry kam rüber, setzte sich auf den Tresen und sagte: In Ordnung. Hör mir zu, ich mache keine Angebote oder so. Ich will nur deine Meinung hören. Glaubst du, dass wir jetzt, da Donald Glover hier ist, eher oder weniger wahrscheinlich eine Orgie haben werden? Jerry, hör mir genau zu, sagte ich leise. Wir müssen Donald Glover töten. Okay, sagte er und sprang zurück auf seine Füße. Lass uns das machen. Wie? Jesus Christus. Er braucht nicht mal eine Erklärung oder so. Wir müssen ihm den Kopf abschneiden. Schnieke. Damit hatte ich schon mal einen Verbündeten, aber ich wusste, dass es schwieriger sein könnte, zwei weitere Leute davon zu überzeugen, uns zu helfen, einen weiteren brutalen Mord an der Tankstelle zu vertuschen. Vorausgesetzt, wir fänden überhaupt einen Weg, um nicht Donald Glover zu töten. Und vorausgesetzt, dass er wirklich ein Dämon war. Und weiter vorausgesetzt, dass es Dämonen überhaupt gab oder dass Benjamin mir wahre Infos gegeben hatte,
Und vorausgesetzt, dass nichts davon nur eine sehr lebhafte Halluzination war, die durch meinen sich schnell verschlechternden Geisteszustand herbeigerufen wurde. Mann! Also, wenn ich das so formuliere, muss man schon an eine Menge Zeug glauben, bevor man eine Enthauptung vornehmen kann.